Hey ho und let's go! Mit Jack and Dexter! The Precursor? Komm her! Legacy! Wir sind in der Unterwasserwelt mit einem der schönsten Soundtracks und vom Design her spricht es mich auch sehr stark an. Lediglich die Abzweigung ist etwas störend. Oh, hier sind auch Strudel. Die werden aber so verursacht. Ich frag, dann ist es kein Loch oder so Durchgang, ja. Dann ist es wahrscheinlich nicht so gut, aber alles Unbekannte muss man einmal probieren. Okay, es ist nicht gefährlich. Mir wird nur etwas schwindelig davon, aber sonst war es das. Okay, dann ist es schon mal keine große Gefahr. Die Frage ist links oder rechts? Durch das Fenster kann ich wohl nicht. Oh, schön, man kann hier sogar den Weg weitersehen etwas. Vielleicht führt das sowieso im Kreis. Ich entscheide mich einfach für links, weil links irgendwie toll ist. Sowieso alles irgendwie bei mir sehr links geneigt. Ich bin Linksfüßler, Linkshändler. So, weg mit dir und weg mit dir. Dann entscheide ich mich natürlich auch für den linken Gang und das sieht geil aus. Hat sie ja schon mal von SeaWorld. Das, was man so in der Werbung sieht, sieht immer geil aus. Aber das, was ich erlebt habe, sah nicht so beeindruckend aus. Mal sehen, was passiert. Okay, ich dachte, Strom geht aus. Aber so geht's natürlich auch. Oh, die Zeit ist knapp. Schnell. Oh, ganz knapp noch geschafft. Aber die Energiezelle gehört mir. Ach, tut das gut. So, das einfach nur zum Zurückkommen, oder? Ne, ich dachte noch einen Weg, aber nein. Die Frage ist, schaffe ich den so? Darüber komme ich aber nicht. Ah, Mann. Ich wollte extra so gezielt springen. Da oben ist zwar eine Tür, aber komme ich nicht hin. Unter Wasser ist auch nichts versteckt. Das ist wichtig zu überprüfen. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ich bin mir da unsicher. Aber nee, das ist zu weit. Egal, wie ich springen würde. Ah, wäre zu knapp. Oh, ich rutsche hier runter. Hallo, hallo, hi, hi. Tot. Eine Rutsche soll das sein. Das ist ja geil. Okay, jetzt bin ich vorbereitet. Ab geht's. Und vor allem die Precursor Orbs kann ich auch mitnehmen. Gibt's eigentlich auch eine Bremse? Okay, ich muss den Parcours eindeutig öfters machen. Ja. Sehr gut. Oh, das war keine gute Kiste. Ja. Oh Gott. Wer baut so einen Gang, bitte? Okay, sehr schön. Allerdings die Hälfte verpasst. Das wollte ich jetzt nicht. Auch wenn das vielleicht mein Ziel erreicht. Keine Sorge, ich werde dich nicht rächen. Vor allem für... Von wem? Von der Kiste? Oh, hi. Alter. Die Gegner sind nervig bisher. Da mag... Oh. Hallo. Mir kommt sowieso so vor, als ob mein Stick irgendwie nicht mal richtig mitmachen möchte. Irgendwie läuft Jack sehr langsam in eine Richtung. Manchmal zumindest. Vielleicht sollte ich... Kann man den kalibrieren lassen hier? Auf der PlayStation. Bei Nintendo weiß ich, dass man alles kalibrieren kann, weil alles einen Fehler haben kann. Das hier ist, weiß ich nicht. So, das blaue Eco sehe ich noch keine große Bedeutung dafür. Da geht es auch nochmal weiter, okay. Ich lade mich nochmal auf und gehe mal hoch. Kann ich das hier irgendwie aktivieren? Ja! Okay, dann ist es dafür gedacht. Die Kamera muss nur das mitspielen. Sehr gut. Komm schon. Das ist das letzte. Drei Stück würde passen. Nein, vier. Reicht's noch? Reicht's noch? Komm schon. Nein. Ah, die anderen gehen aber nicht aus. Sehe ich das richtig? Doch, nach einer Zeit gehen sie aus. Das untere ist schon aus. Und ich Depp bleibt da stehen. Sanitäter? Eine Trage?
Ein Atemfrisch? Aber schön, dass Dexter seinen Humor behält, selbst nach meinem Tod. Und die habe ich nämlich immer. So, weg mit denen. Auch mit dir weg. So, Ruhe im Karton jetzt. Jetzt weiß ich, wie es da oben aussieht. Jetzt kann ich... Achso, hier wäre auch noch eins gewesen. Super. Oder war es das sogar? Ich denke nicht. Das, was ich gesucht habe, waren irgendwo hier hinten. So. Vier und... Toll. Fünf wäre hier gewesen. Aber die sind noch aktiv. Können wir alle auf einmal aufladen? Alle auf einmal? Habe ich eine neue Attacke, die ich nicht kenne, oder was? Ja, so läuft von oben nach unten, läuft es natürlich gescheiter, klar. Warum habe ich es nicht gleich so gemacht? Yes. Ja klar, mache ich mich schwerer, als es sein soll. Die Frage ist, wohin? Die Wege sind mir hier ein bisschen wieder zu viele. Am Ende kommt mir wahrscheinlich die Welt wieder klar und strukturiert vor, aber im Moment 20 Wege, die ich nicht kenne. Ich nehme mal das blaue Echo mit. Aha. Geil. Eine Kapsel, die aussieht wie ein Kopf, mit der ich in die Oberfläche komme. Gar nicht mal so schlecht. Wow, ihr habt ein paar der Unterwasserruinen an die Oberfläche gehoben. Wie es scheint, kann man mit Echo mehr machen, als wir bisher wussten. Und mit der Kammer ist auch eine Energiezelle hochgekommen. Kletter drauf und holt sie. Ja, wenn ich könnte. Ich hoffe, der Fisch kommt hier nicht. Da haben wir schon mal was bewirkt. Das ist eigentlich eine verlassene Stadt, ja. Warum macht Jack nie diesen Hochsprung, wenn ich ihn möchte? Ich bewege mich eine Millisekunde zu früh. Das war beim Dreier, denke ich, nicht mehr so knapp gelegt. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Jack hält sich auch nicht fest oder so. Die sagt aber ein paar Ruinen, das verwirrt mich gerade. Ist noch irgendwas Mitte hochgekommen? Nichts. Wie soll ich diesen knappen Sprung schaffen? Er hält sich ja nicht schon fest. Gar nicht, absolut nicht. Was, wenn ich wieder damit runterfahre? Na, schade. Ich hatte gehofft, die Energiezelle bleibt irgendwie oben oder halt so erreichbar. Aber anscheinend nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist sinnvoll, dass ich wieder unten bin. Dann kann ich hier weitermachen. Das andere Problem ist wiederum, ich muss dann extra hierher zurückkehren. Für diese eine Energiezelle. Das ist natürlich auch ein bisschen nervig. Okay. An sich ist diese Insel perfekt dafür, deswegen denke ich schon, dass sie dafür gemacht ist. Hier waren ja auch vier Orbs einfach nur so. Das wäre sonst sinnlos gewesen. Ich warte, bis es ein bisschen sinkt. Mal sehen, ob das hilft. Der Fisch kommt anscheinend nicht, dann bin ich schon mal sicher, aber wie soll man es da hochschaffen? Weitsprung kann ich mal probieren. Dachte ich mir. Was habe ich sonst noch drauf? Stampfattacke bringt mir nichts. Alter, diese Tür. Viel zu empfindlich. Kann ich auf den Baum? Dachte ich mir. Kann ich auf irgendwas hier drauf? Vielleicht auf das Ding?
Ja, Zielen muss auch gekonnt sein. Sieht jetzt nicht so wirklich aus, als ob man da klettern kann, aber Wunder gibt es. Okay. Aber nicht in dem Fall. Dann bestehe ich auf dem Schlauch mal wieder. Der Part hat schön angefangen. Danach wieder ein, zwei Fails, aber jetzt muss ich 30 Jahre hier rumhängen. Das soll man nicht so machen, auf keinen Fall. Das ist viel zu knapp. Wenn ich jetzt wieder runtergehe, ist das wahrscheinlich ja weg. Ist dadurch auch was in der Stadt passiert? Ich habe nichts in der Sequenz gesehen. Wäre natürlich fies, wenn sie so einen Orb da verstecken würden. Ich check mal ganz kurz. Manchmal steht's ja. Precursor, Stadt. Auf das Dach der gehobenen Kammer. Also definitiv nicht irgendwie tricksen muss ich. Okay. Ja, und die 7 Spähfliegen. Was? Befreie die 7 Spähfliegen? Stand da rechts schon immer 7? Ach so, nee, weil ich gerade in einer anderen Welt bin, steht da 7. Okay. Ich dachte schon, da steht normalerweise das Aktuelle. Okay, klar. Okay. Ja, 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 ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Dann sag mir bitte jemand, wie ich auf dieses Dach komme. Von weiter oben kann ich nicht springen. Der Typ schmeißt auch keine Felsen hierher. Da oben sieht es schön aus, bezweifle ich aber, dass ich da hin kann. Ah, schon wieder nicht. Kann ich vielleicht von innen? Das habe ich gar nicht gecheckt, aber selbst wenn das ein Durchgang ist, ich komme da nicht hoch. Ja. Das war das Schlimmste an Jack 3, das weiß ich. Ich mochte das Spiel sehr, aber es gab so ein, zwei Passagen, wo ich absolut keine Ahnung hatte, wie ich weiterkam. Und damals hatte ich halt nicht den übergeordneten Internetzugang. Vielen Dank. Mit dem ich alles schnell überprüfen will. Wo bin ich? Ja, tschüss, aber so fast von. Die Checkpoints sind komisch. Hey, Kira ist schon da. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel auch bemerkt, als ich den Speicherstand geladen habe, bin ich kurz davor gelandet, wo ich den Part angefangen habe. Bin ich zweimal gestorben, weil die Kamerasicht war mal wieder toll. Und dann haben sie mich 30 Meter weiter weggelassen. Ich kann auch nicht einen Weitsprung und Hochsprung irgendwie kombinieren. Es kann nicht so knapp sein. Das ist, sieht falsch aus. Das ist mir klar, aber ich sehe keine Alternative. Auf die Bäume kann ich nicht. Auf das Ding kann ich nicht. Dem Befehl runterzugehen kann ich nicht. Da ist ein Stein, super. Na gut, ein letzter Sprung. Okay, keine Ahnung. Dann geht's wieder runter einfach. Ich meine, was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich will jetzt auch den ganzen Part nicht damit füllen, da hochzugehen. Ich probiere noch ein, zwei Sachen, aber wenn ich es letztendlich nicht herausfinde, dann ja. Ja toll, jetzt leben die wieder, klar. Hi. Oh, ich hasse die Viecher langsam. Wo bin ich denn hier? Ja, Moment, komme ich nicht von hier hoch? Denk nicht, weil Kira hat darauf reagiert und die Animation ist ja auch nicht umsonst. Weil das ist fast genauso hoch und genauso weit. Nö. Okay. Dann
Keine Ahnung, was sollte das dann? Vielleicht wollten sie mir nur zeigen, dass ich auf die Insel kann. Zu den Precursor Orbs, die da ja da waren. Das kann sein. Yay. Und eine Spähfliege. Und damit geht's doch weiter erfolgreich. Sehr gut. Ey, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, die Musik ist hier schön, aber die ganzen Fabrikgeräusche untergraben die Musik. Vor allem, was geht hier überhaupt ab? Oh nein, schon wieder eine Rutsche. Super, die muss ich ja sowieso mehrmals machen, weil, ja, toll, das erste Ding verpasst. Weil ich gar nicht alle Orbs zu fassen bekomme. Das ist aber auch fies. Man kann das ja nicht beim ersten Versuch schaffen, wenn man nicht weiß, wo alles ist. Obwohl es hier recht gut aussieht. Ja, geht aber auch irgendwie langsamer, kann es sein? Ich mache nichts Besonderes. Ich lenke nur nach links und rechts. Ich kann manuell nicht bremsen, habe ich schon probiert. Boah. Nein, ich bin schon tot. Oh, da war's. Da war die Energiezelle. Ja, das möchte ich jetzt schaffen, aber bitte. Und schon wieder Checkpoint 100 Jahre weit weg. Aber die Rutsche hat mir schon mal mehr gefallen. Ja, ich habe schon gesehen, es war zu knapp. Jetzt mache ich es mir extra schwieriger. Den einen Orb, klar. Am Anfang, aber sonst finde ich es recht angenehm. Vielleicht bin ich jetzt auch drin. Klar. Kann auch daran liegen, aber... Dass es an meinem nicht vorhandenen Skill liegt, sehe ich immer als letzte Antwort. Okay, vorsichtig. Ich will diesmal überleben. Ja. Das ist nicht überleben. Dexter, ein paar Ratschläge für mich, was ich machen soll. Ah, nicht sterben. Okay, vielen Dank. Ja, ja. Werde ich befolgen. Ja, mach doch. So, der erste Versuch war super. Bis auf den einen Orb habe ich tatsächlich alles geschafft und fast bis zum Ende gekommen. Natürlich drei Treffer kassiert, aber für den ersten Versuch auf jeden Fall beeindruckend. Der zweite und dritte dagegen läuft nicht so. Komm rüber. Manchmal ist es so, dass am Anfang man irgendwie ruhiger ist. Und deswegen es besser schafft. Und später trotz Übung. Ja. Nervöser ist und Probleme hat. Bitte, bitte, bitte. Ja, danke. Nervöser ist und mehr Probleme macht. Warum rutschst du hier? Hallo? Ja, noch ein paar Fails zum Ende, damit der Counter schön hochgeht. Das ist jetzt witzlos. Ich mache das echt nicht absichtlich, Mann. So, jetzt. Ja. Vielleicht ein einfacher Doppelsprung ist gut. Ja. Das sah viel weiter aus. Ja, schön mit dem Arsch gewackelt, Dexter. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh nein. Dann rennen wir im nächsten Part. Bis dahin, ciao.